Bei mir steht Peter Georgic. Peter, den letzten Wurf des Spieles gehabt und fast noch reingemacht. Das hätte dir, glaube ich, sehr gut gefallen, oder? Ja, natürlich. Also es war ein unglaublich kämpferisches Spiel und spannend bis zum Ende. Ja, jetzt natürlich ärgert man sich als Sportler, dass man den nicht reinmacht, aber ich habe alles versucht und somit, so ist das. Wir haben jetzt in 4 Tagen, glaube ich, die nächste Chance, das besser zu machen und da sehe ich ganz positiv hin. Sportler wollen natürlich immer gewinnen, aber ich sage mal, ihr habt zumindest nicht verloren. Das ist ja auch schon mal eine Menge wert. Du hast gut aus dem Rückraum geschossen, aber heute war das Tor anscheinend wie vernagelt beim HSV. Immer nur Latte getroffen oder gehalten, das muss doch an den Nerven zehren, oder nicht? Ja, das hat auch natürlich auch damit zu tun, aber beide Mannschaften, finde ich, haben eine super Abwehr gespielt. Beide sehr stabil und wie gesagt, es war ein sehr kampfbetontes Spiel und ja, so ist das jetzt. Jetzt musst du mir aber nochmal 2 Sätze zu Sören Rasmussen sagen, weil was der am Anfang und überhaupt in der ganzen Partie gehalten hat, das war nicht auszuhalten, oder? Was ist das für ein geiler Torwart? Ja, natürlich. Also wir wissen, wenn Sören gut in Lauf kommt, dann kann er alles machen und wir wissen, dass er auch ein sehr, sehr unglaublich guter Torwart ist. Wir haben ihn auch natürlich auch vermisst und sind auch froh, dass er auch jetzt wieder zurück ist. Und das ist ja nur ein Plus für die Mannschaft, dass wir so 2 Super-Torhüter haben. Und du sagst, in 4 Tagen die nächste Chance, euch zu revanchieren. Was erhoffst du dir von dem Spiel? Ja, wir sind eine Mannschaft, glaube ich, die unglaublich viel Selbstvertrauen haben, eine sehr gute Saison gespielt haben. Wir gehen dahin natürlich, um zu gewinnen. Also da gibt es keinen Selbstzweifel, sondern mit Selbstvertrauen viel Kampf. Und dann bin ich sehr positiv.